heute auch mal drauf. Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist Klein Mausi mit dabei. Guck mal da. Wir möchten euch gerne zeigen, was wir in unsere Reisetasche packen, also was wir in seine Reisetasche packen. Und zwar fahren wir nach Krakau, bleiben dort 4 Tage und dort wird schönes Wetter sein, deswegen packe ich ein paar Sommerklamotten ein. Bleibt auch gerne dran, weil dann zeigen wir euch, was wir im Detail einpacken werden. Noah! Eine Wickelunterlage, ein paar Pampers. Eine Wickeltasche, meine Reiseapotheke mit Wickelunterlagen, mein Philipp Avent Reiseset. In meiner Wickeltasche findet ihr oder finde ich immer 2 Windeln, Tücher, die DM Windeltüten von DM Babylove feuchte Tücher und auch von Pampers feuchte Tücher. In dieser Tasche habe ich die Wickelunterlagen aufbewahrt, meine Reiseapotheke. Dann Babylove Feuchttücher und Babylove Einmalwaschlappen. Die Reiseapotheke, jetzt zeige ich euch das mal, beinhaltet 2 verschiedene Fieberzäpfchen, Pupszäpfchen und das hier sind meine Globulis, die ich von meiner Plazenta habe machen lassen. Und D6, das sind die hier, die sollen gegen Schnupfen wirken und D20 gegen Stress, also kurz vorm Flug. Und während des Flugs oder vor großen Veranstaltungen. Das kam in dieser Packung. Naja, in dem habe ich verschiedene Sachen drin. Fangen wir mal hier an. Das ist zur Mundreinigung eine Bürste, ein Fieberthermometer. Dann habe ich hier Nagelfeilen, den Babyclipser mit der Vorsichtklappe, der Nasensauger und für hartnäckige Fälle haben wir hier einen Nasenstaubsauger. Das kommt dann mit so einem Schwämmchen. Dann machst du das da drüber. Damit saugst du dann den Rotz aus der Nase raus. Also du saugst es nicht durch den Schlauch auf, sondern du saugst es mit dem Druck auf und dann landet die Rotze eigentlich hier. Das habe ich jetzt gewaschen, deswegen sind das ein paar Tropfen. Dadurch, dass wir nur mit Handgepäck reisen, weil wir keinen Koffer aufgeben, muss ich natürlich alle Flüssigkeiten von ihm hier lagern. Und da kann ich euch auch nochmal zu sagen, also das ist jetzt doppelt gemoppelt in dieser Tasche. Hier sind Nasentropfen drin, die ich vor dem Flug und auf dem Rückflug dann auch nochmal verwenden werde. Das sind die Nasentropfen, die meine Ärztin verschrieben hat. Mit denen soll man echt vorsichtig umgehen, denn die kann die Nasenschleimhaut kaputt machen. Ein Tröpfchen reicht völlig aus und danach muss er Muttermilch trinken. Ein Desinfektionsmittel für unterwegs. Seine Kochsalzlösung abgepackt in so einem Behälter von DM. 2 verschiedene Wundsalben. Einmal hier von einmal abgepackt von einer anderen Creme und in klein von Veleda Calendula Wundcreme. Die Waschlotion oder Shampoo von Veleda. Creme Bad Calendula von Veleda. So, fangen wir mal an mit dem ersten Outfit, was ich jetzt rausgesucht habe. Und zwar besteht das aus einer Hose, 2 verschiedenen oder 2 unterschiedliche Langarmbodies, ein Dreiviertelbody und eine Mütze. Da habe ich noch ein Jäckchen, falls es sehr kalt wird. Eine nächste Outfit-Variante wäre dann hier ein weißes Longsleeve, eine lange blaue Hose, ein Kurzarm-Body, 2 unterschiedliche kurze Hosen und 2 unterschiedliche T-Shirts. Zum einen das hier mit der Pflaume drauf und das andere mit den Segelschiffen drauf. Das hat mir jetzt eine Freundin geschenkt von Mango Baby. Leider gibt es hier kein Mango Baby, aber die haben so tolle Sachen. Ich glaube, die hat das aus Barcelona. Und falls es dann ein bisschen kälter draußen wird, habe ich noch einen dünnen Pulli zum Drüberziehen und ein Longsleeve in Grau zum Drüberziehen und ein Halstuch. Outfit Konstellation Nummer 3. Langarmbody für den Hinflug mit einer langen Leggings, einem Hoodie mit Kapuze, eine Mütze und dann habe ich noch 2 Notfall-Kurzarmbodies. Einmal in dunkelblau mit Kragen und einmal blau-weiß gestreift. Dann habe ich hier noch ein paar Socken, weiße Mullwindeln und weiß-grau oder bunte Mullwindeln und 2 Kurzarm-Pyjamas.
Dann habe ich natürlich noch meine Wickeltasche von Baby Björn, in der enthalten sind, wie vorhin auch schon gezeigt, meine kleine Wickeltasche, mein Portemonnaie, meine Stillschürze, Notfallklamotten, sein Schnulli, dann wie gesagt die flüssigen Behälter, zum Schluss noch sein Kinderheftchen mit dem Kinderpass, mit dem Kinderreisepass und mit einer Vaterschaftsanerkennung, weil wir noch nicht verheiratet sind. Falls dann irgendwas sein sollte und wir ins Krankenhaus müssen im Notfall, kann sich mein Mann als Vater auch ausweisen. Steht natürlich auch hier drin, aber dann ist auch nochmal ein amtliches Dokument hier mit beigefügt. Gebt uns auch gerne einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Tschüss! Tschüss!